Da wurde man überrascht. Kommt man abgekämpft. Bei einem Sturm nach Hause. Es regnet. Der Schirm taugt überhaupt nichts. Ja, jetzt warten wir, glaube ich, nur noch auf John. Zimmer. Wir sitzen hier auf gepackten Taschen. Wir wollen eigentlich noch wegfahren jetzt. Ja, und ich will einfach meinen Schulranzen nach oben bringen. So sieht's aus. Er macht ein Geheimnis drum. Nein, macht er nicht. Ja, bei den beschissenen Wetteraussichten heute fahren wir nach Köln. Das Beste, was man vielleicht bei dem Wetter machen kann, im Auto sitzen, weil morgen wird das Wetter Bombe, wenn wir in Köln sind. Ja, und da würde ich mal sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Das, wenn die Fahrt oder das Ziel auch so schnell erreicht werden könnte, wäre ich ja happy. Dem ist leider nicht so. Die Fahrt dauert mal eben 4 Stunden. Ja, also vielleicht regelt sich das aber noch. Vielleicht ist jetzt irgendwo gerade Stau oder so, der sich auflöst, bis wir soweit sind. Also ich bin ja noch guter Dinge. Und ja, also Stefan, du hast mir nicht geglaubt, dass das Wetter morgen so toll werden soll. Um was wollen wir denn wetten? Was wollen wir wetten? Das ist ja eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ne? Was könnten wir wetten? Was wäre ein guter Wetteinsatz? Das überlegen wir uns noch im Laufe der Fahrt. Okay. So, und während vorne gefahren wird, sitze ich hinten, probiere nochmal hier diese Handyhalterung aus. Also das ist jetzt meine erste richtige lange Autofahrt, die ich damit habe. Und ja, jetzt gerade brauche ich eigentlich gar nicht aufs Handy zu gucken, weil ich nur Musik höre. Aber ich habe mir noch ein paar Filme ausgesucht auf Disney Plus, die ich gucken kann, falls mir langweilig wird. Und ja. Ja, normalerweise fahren wir ja erstmal stundenlang auf der Autobahn. Jetzt wurden wir, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ich weiß es den Grund wirklich nicht, nach Bersenbrück umgeleitet. Gut, dass wir mal in Bersenbrück gewesen sind. Genau, Richtung Lingen hier irgendwie. Also viele Grüße, Christian, wenn du das hier siehst. Jetzt wissen wir auch ungefähr, wo du abgeblieben bist. Ja, auf jeden Fall ist hier alles voller Stau. Das erklärt vielleicht auch, weshalb die Route heute mit 4 Stunden berechnet worden ist. Warum wir hier aber langfahren müssen, keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe die Vermutung vielleicht, weil die A1 irgendwie die Dauerbaustelle, vielleicht ist da ein Teilabschnitt gesperrt. Dann wäre es ja aber noch voller. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Früher konnten wir auch hier mal die ganze Strecke angucken auf der Karte. Das geht irgendwie auch nicht mehr nach dem letzten Update oder keine Ahnung warum. Auf jeden Fall. Bisher war jede Fahrt nach Köln nervig. Warum soll diese Fahrt anders sein heute? Aber ich tröste dich, du verpasst draußen nicht. Das ist immer noch Regenwetter. Ungemütlich, windig. So, apropos Wetter, mir ist was eingefallen. Oh. Sollte morgen am Samstag in Köln kein Bombenwetter sein, trägst du, wenn wir wieder zurückfahren, das gesamte Gepäck aus dem Hotel ins Auto. Ja. Und auch natürlich aus dem Auto wieder in die Wohnung hoch bei uns. Gut. Das gesamte Gepäck. Auch sonst Tasche. Und was lasse ich mir einfallen, wenn... Ja, dann weiß ich was das heißt denn Bombenwetter für dich? Also ich sag, wir haben Sonnenschein. Ja, du hast gesagt Bombenwetter. Und wenn, das morgen ist, dann muss ich das machen und sonst machst du's. Ach so. Ja, okay. Machen wir so. Ja, also. Aber erstmal stehen wir hier noch schön im Stau.
was die da vorne gerade gesagt haben, aber wie ich jetzt auch mitbekommen habe, stehen wir im Stau. Ich bekomme davon recht wenig mit, weil ich halt mit Geräuschunterdrückung gerade einen Film höre und ja, da sehr vertieft drin bin und aufgrund dessen auch wenig zu sagen habe. Nur der hier hat mir eine Kamera in die Hand gedrückt und meinte, ich soll auch was dazu sagen. Ich habe aber nichts zu sagen. So, jetzt haben wir mal kurz bei Burger King angehalten. Ich bin offenbar der Einzige, der Hunger hat. Auf die A57 fahren. Das müssen wir erstmal hier sehen, das war für diese komischen Baustellen-Raststätte. Ja. Also ich habe heute Morgen um 7 Uhr zuerst gefrühstückt, das ist jetzt mal... In ungefähr 16 Kilometer die Ausfahrt auf. Ach so. Die 477 Richtung Rommerskirchen nehmen. Wir müssen erstmal hier das iPhone entsperren. Genau, sonst weiß ich nicht, wo ich langfahren muss. So. Das wäre nett. Jetzt haben wir was haben wir hier für eine Uhrzeit? Wo steht das hier überhaupt? 17 Uhr. Ich habe einen tierischen Hunger, habe mir erstmal jetzt ein Doppelwaffermenü geholt. Es ist der erste Burger für mich in diesem Jahr. Bei, hurra! Ja, hurra, endlich. Und ich musste da so ein Ding nehmen, bei der am wenigsten schmiert. Und ich habe einen tierischen Hunger. Ich habe schon seit Bremen schon Hunger gehabt eigentlich. Schmeckt vorzüglich. Das freut mich für dich. Du bist gleich im Bild. Ach so, ich bin gar nicht im Bild. Jetzt vielleicht. Macht nicht. Das freut mich, dass es dir so gut schmeckt. Es riecht jetzt hier im Auto nicht wirklich lecker, muss ich sagen. Oh, das ist mir egal. Mir schmeckt es aber. Und rechts von mir ein Sonnenuntergang, der sich gewaschen hat. Ich zeige mal kurz eben. Ja, die Sonne geht unter und wir haben noch locker. Naja. Dreiviertel Stunde vor uns und dann noch den Weg zum Hotel. Aber gut, das Wichtigste ist schon mal geschafft. Du musst das genießen, Stefan. Die Zeit, alles in diesem schönen neuen Auto. Mhm. Ja. So, und wer sich gleich wundern wird, warum ich aus dem Auto verschwunden bin, mein Ziel habe ich erreicht. Und zwar, wer die Videos kennt, weiß ja, ich bin immer bei wem zu Besuch und Stefan und Simone machen ihr eigenes Wochenende. Genauso wie ich. Wir sind nämlich diesmal in einem anderen Hotel, im noblen Steigenberger, so das, was ich mit dem Namen verbinde. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die Roomtour, denn das Hotel, was wir sonst immer besucht haben, hätte uns für 2 Nächte nicht genommen. Man musste mindestens 3 Nächte buchen und so lange sind wir ja gar nicht da. Also wer weiß, was wir jetzt für ein, na, Schnäppchen haben wir nicht gemacht, ist teuer, aber was wir für ein tolles Hotel vielleicht heute haben. Es ist gar nicht teuer, es kostet nämlich genauso viel, wie uns das Arcom Hotel auch gekostet hätte. Aber wir haben eine neue Gegend jetzt mal zu erkunden. Wo wir hier genau sind, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall in der Nähe von der Altstadt. Ich glaube, auf jeden Fall näher dran. Es riecht hier schon ganz angenehm, aber das liegt wahrscheinlich an den Leuten, die vor mir hier im Fahrstuhl waren. Es riecht sehr nach Frauenparfüm. Sehr schwer irgendwie. Ich glaube, es ist nicht Stefans Fall. Ja, aber sonst, ich bin sehr gespannt. Ups. Klein, aber fein und modern, schick. Kann ich gar nicht sagen. Ich muss erstmal hier abstellen. Befinden wir uns auch schon gleich im Schlafbereich. Was hat man sonst hier im Hotelzimmer? Doch. Gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Doch. Sehr schön. Ebenerdige Dusche. Super. Bisher noch nichts zum Meckern. Dann gehe ich mal weiter. In den Bürobereich. Ist auch nicht schlecht. Aber wir haben auch noch so ein kleines... So einen kleinen Wohnzimmerbereich, der wäre dann hier. Da können wir dann zu zweit auf der Couch nebeneinander sitzen. Und dann ist es... Die Lampe hängt schief. Oha, na da fahre ich jetzt lieber nicht an mit Loriot. Sehe ich gerade, es geht da noch weiter. Was mag das sein? Ich dachte erst, das wäre ein Spiegel. Nicht, dass ich dagegen laufe. Was haben wir hier noch? Ach so, ja. Flur, Garderobe. Also es ist wie eine kleine Wohnung hier. Übertrieben gemeint.
Können wir die Koffer lassen? Ich denke, wir haben ja auch bestimmt eine Minibar. Ich habe hier eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher. Ich hätte also meine Wärmflasche mitnehmen können. Und die Minibar, ja, also wir haben einen Kühlschrank und den müssen wir selber füllen. Kriegen wir auch noch hin. Und wo ich jetzt gespannt bin, wo gucken wir denn hin? Wahrscheinlich nicht auf den Dom. Auf die Lichter der Stadt. Oh, ach, das ist aber toll. Jetzt im Dunkeln. Ach, das ist doch gar nicht so schlecht. So, jetzt sind wir hier in einem Laden, direkt am Rhein, wo ich immer schon hin wollte, seit dem ersten Besuch. Und zwar haben wir in Bremen ja auch eine ständige Vertretung. Und dies ist die ständige Ex-Vertretung, heißt das hier. Warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall hängen hier auch viele, viele Bilder von Politikern an den Wänden. Es gibt ein leckeres Kölsch. Habe ich mir das auch verdient. Nach wie vielen Stunden haben wir jetzt gebraucht? Von 12:45 sind wir losgefahren, also 12:45. Wir waren im Hotel um 7:15. Also ein Wahnsinn. Die schlimmste Fahrt, die ich jemals nach Köln hatte. Ah, alles vergessen jetzt. Was soll ich sagen? Prost, Vicky. Auf die guten alten Zeiten. So, ich habe mir ja vorgenommen, wenn wir öfters mal in Köln sind, dass ich immer jetzt ein kölnisches oder kölsches Gericht probiere. Und ich habe mir halber Hahn bestellt. Man würde ja annehmen, dass es sich um ein halbes Hähnchen handelt. Ist es aber nicht. Es ist das hier. Ein Käsebrötchen oder so. Habe ich schon mal gesehen hier, hat das schon mal jemand gehabt. Mit mittelaltem Gouda, Robbenbrötchen. Und was ist noch hier? Eine Gurke. Ich habe Kölsche Klüngelputz. Das ist eine Frikadelle. Und ich habe nur einen kleinen Hunger und deswegen habe ich gedacht, bierbegleitende Speisen, das passt da besser als eine Frikadelle. Und ja, neues Bier bekomme ich auch gleich und dann ja auf den schönen ersten Abend hier in Köln. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Köln. Ich muss damit erschrecken feststellen, muss ich ja sagen, dass die Sonne scheint. Wir haben gestern ja so eine kleine Wette gemacht. Und wenn es so bleibt, dann muss ich ja die Koffer tragen. Also hoffen wir auf ein bisschen Regen. Nein, im Ernst gesagt, ist ja schön, wenn das Wetter so gut ist für uns. Ich freue mich schon, dass wir einfach gleich rausgehen und dann mal die Gegend hier im Hellen erkunden können, wenn Simone mal endlich fertig ist, ne? Liebe Leute, es ist gerade mal 9:10 und ich bin hier jetzt bin ich auch fertig. Da kann man doch nicht sagen, hier, wenn Simone auch mal endlich fertig ist. Also fängt ja schon wieder gut an mit uns beiden hier. So, und schon sind wir auf der Straße. Und mit dem Hotel, muss ich mal sagen, haben wir es ganz gut getroffen. Also fürs gleiche Geld wie das Arkom-Hotel, was wir früher mal hatten, sind wir hier in einer deutlich besseren Gegend gelandet. Und wir haben auch wirklich mehr Komfort, würde ich sagen. Ja, also ich bin total zufrieden mit dem Zimmer. Ich habe das, glaube ich, schon 100-mal gesagt. Stefan kann es schon nicht mehr hören. Wenn ich jetzt so gucke, es erinnert mich so ein bisschen hier vom Ambiente irgendwie an das Radisson in Hamburg. Ich weiß gar nicht, warum. Das weiß ich auch nicht, warum, aber egal. Ja, gut. So, und was war für mich das Highlight heute Morgen? Der beheizbare Spiegel im Badezimmer. Endlich mal ein Spiegel, der nicht beschlägt. Also eine super Sache. Ich habe es zuerst entdeckt und dir erzählt. Nein, super Sache. Also Dusche war toll. Es war toll. Und wir gucken mal jetzt, wie wir weiter in den Tag starten, wo wir hingehen. Erstmal müssen wir was essen. Ich habe meinen Hunger wie sonst was. Habe ich eine Idee. Wir haben ja ohne Frühstück gebucht. Ich habe auch schon eine Idee. Die wird dir aber nicht gefallen, glaube ich. Ja, wir haben es ja bei vorherigen Besuchen auch schon mal so feststellen müssen. Bis hier Köln erwacht, das dauert ein bisschen. Und ich sehe auch gerade, dass meine Essensidee noch nicht auf hat, wo ich hin wollte. Nicht etwa zu Burger King, oder? Ich guck da vorne auf Burger King. Guck mal nach rechts. Ach so, ja, Five Guys, okay, das war ich auch noch nie, aber... Wann machen die denn auf? Das ist natürlich jetzt ärgerlich, wahrscheinlich. Wir schauen mal eben, na um 11.
um 11. So lange kann ich natürlich nicht warten. Ja, dann kommen wir jetzt zu Simones Idee. Habe ich ja gesagt, die geht wahrscheinlich nicht, wenn wir schon so weit vorlatschen. Bei uns an der Straße am Hotel war ein Rewe. Ich hatte gedacht, dann holen wir uns da ein bisschen was auf die Hand zum Frühstücken. Plan B bei mir wäre jetzt der Vorschlag, wir holen uns irgendwo vom Bäcker vielleicht was auf die Hand. Und ja, oder wir warten bis zum Mittagessen. Keine wir warten Ahnung. Noch ein bisschen, glaube ich. Das ist aber auch mäkelig. Rewe, was auf die Hand holen. Nick, ist ja jetzt zu spät, dann kannst du jetzt zum Bäcker gehen. Kleines Frühstück, kleine Zwischenmahlzeit ist jetzt gesichert. Süßes Frühstück. Der eine hat Berliner, der andere hat Zimtwuppies, was auch immer das ist. Jetzt suchen wir uns erstmal ein schönes Plätzchen, wo wir was essen können. In der Sonne, glaube ich, oder? Ja, es gibt auch zwischendurch mal wieder so ein paar traurige Nachrichten zu vermelden. Hier, an dieser Stelle, wo wir hier uns gerade befinden. Haben wir schöne Stunden verbracht. Ja, da haben wir schön gegessen, nämlich hier bei der Starnberger Alm. Tja, wenn man das hier so anguckt, leider. Sehr traurig. Ich hatte noch mal gegoogelt und ja, aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie ist das geschlossen nach 2 Jahren. Ja, wir waren 3-mal hier. Stefan war sogar einmal öfter da als ich, aber ja, trotzdem sehr, sehr schade. Also, ja. Bist du zufrieden, dass du dein Frühstück bekommen hast, was du haben wolltest? Vom Bäcker, ja. Preiswert und noch, immerhin will ich ja noch Mittagessen. Ja, natürlich. Ja, und wir haben hier Berliner geholt. Ich habe hier überall bei den Bäckereien Berliner gesehen, noch und nöcher. Vielleicht ist das deshalb, weil gerade Fasching ist. Keine Ahnung, ob man das dann hier in Köln vermehrt ist. Ja. Und ich mag ja auch sehr gerne Berliner. Was guckst du in meine Tüte rein? Danke. Ich gucke, welche Tüte ist, weil ich habe ja was anderes. Ich habe ja was mit Zimt genommen. Und wir blicken hier in der Sonne auf den Rhein. Auf die Hohenzollernbrücke. Hinter uns ist der Dom. Ja. Und ja, da vorne ist auch der Aussichtsturm, wo wir mal drauf waren. Also wir kennen schon recht viel hier von Köln, oder? Ja, muss ich auch sagen. So, ich zeig mal eben, was ich mir geholt habe. So ein Kaventsmann. Wie heißt das Ding? Ja, Zimtwuppi. Ich weiß das gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Na, dann probier mal. Ich bin gespannt. Mm. Schmeckt. Sehr gut. Haben wir auch Getränke mit? Mm-mm. Man muss Abstriche machen. So, mal sehen, wie so ein Kölner Berliner schmeckt. Sieht auf jeden Fall mal sehr gut aus. Ein bisschen trocken. Aber lecker. Ich muss mal sagen, ich habe schon bessere Berliner gegessen. Sind ein bisschen anders hier in Köln, die Berliner. Aber so als Frühstück geht's eigentlich. Und deine Ecke immer noch lecker? Meine erste Ecke ist immer noch lecker. Ich habe sogar noch eine zweite und ich glaube, die esse ich auch noch einfach, weil es so lecker ist. Jetzt noch ein Kaffee dazu, dann wäre es perfekt. Aber ja, da muss ich wohl noch ein bisschen drauf warten, auf den Kaffee. Haben wir nicht da im Hotel eine Kaffeemaschine gehabt sogar, die da steht, um der Ecke? Ja. Hättest du trinken können. Ich hingegen mag da keinen Kaffee. Wäre auch Tee da gewesen. Ach so. Tja, vielleicht für morgen. Mal gucken. Mit Marmelade. Immerhin. So, jetzt haben wir auch schon meinen ersten Kauf getätigt. Einen richtigen Kauf. Hier gibt es so einen Laden. Wir haben das vor kurzer Zeit entdeckt. Oder ich habe es entdeckt durch einen Arbeitskollegen oder durch. Ja, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall heißt das Water Drop. Es gibt ja schon ganz viele von solchen Arten von Getränken, wo man also das Wasser, dass man mehr Wasser trinken soll und. Mit Geschmack hat. Weil ich mag eigentlich nicht so viel Wasser trinken gerne. Muss da Geschmack haben. Und dann gibt es so kleine Schachteln hier zu kaufen mit so Tabletten drin.
die man da reintun kann. Und dann gibt es die besten Geschmackssorten und hat trotzdem hat man keinen Zucker, den man zu sich nimmt. Und Simon hat auch gerade ganz gut zugeschlagen. Bisher war ich ja immer nur der, der das zu Hause getrunken hat. Und ich muss sagen, dieses Waterdrop ist echt das Apple unter den diesen Getränken. Also es ist wirklich, wirklich lecker. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kenne es ja noch nicht so. Ich habe mich jetzt einfach mal von Stefan animieren lassen und kann das gar nicht alles auspacken hier. Also wir haben ganz viel gekauft. Wassermelone, Gurke interessiert mich sehr. Und dann gab es aber auch irgendwas, ich finde es jetzt hier nicht, mit Kokos. Da kann ich überhaupt nicht widerstehen. Also allein aus dem Grund. Und dann habe ich mir noch eine Flasche dazu gekauft. Ich kriege das gleich gar nicht mehr eingepackt. Köln ist drauf als Andenken. Super schön. Und dann hatten sie hier noch so ein Special-Angebot. Die Flasche gab es schon mal günstiger. Und dann gab es noch eine zweite dazu geschenkt. Also hat Stefan jetzt auch so ein schönes Köln-Andenken. Also finde ich super. Freue ich mich schon drauf, zu Hause da in Ruhe draus zu trinken. So, es ist soweit. Ich muss wohl leider zugeben, ich habe die Wette verloren. Der Himmel ist wolkenfrei und selbst wenn jetzt noch Regenwetter kommen würde, muss man aber trotzdem zugeben, das Wetter ist Bombe. Ja, habe ich doch gesagt. Hör doch mal auf mich. Das ist doch herrlich. Es ist kalt, aber ja, klare Luft, Sonne. In der Sonne ist es angenehm warm, macht dich Spaß, spazieren zu gehen hier. Und deswegen sind wir jetzt hier auch auf der Deutzer Brücke und gehen mal über den Rhein in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil da hinten heißt. Und ich kann da morgen also die Koffer tragen. Gut. Wette verloren, kann mal passieren. Pech gehabt. Manchmal kann man sich nur an den Kopf fassen. Wir gehen hier auf der Deutzer Brücke. Der Stadtteil, wo wir jetzt drauf zugehen, heißt Deutz, Köln-Deutz. Ist so naheliegend, oder? Bin ich nicht drauf gekommen. Ja, also hier am Rhein ist immer noch Hochwasser angesagt. Beim letzten Mal, als wir hier waren, da war ja auch an der Promenade alles überschwemmt. Ist es jetzt immer noch, wie man hier sehen kann. Ja, und das Schöne ist jetzt, wie ich gerade so festgestellt habe, dass wir schon so oft hier in Köln gewesen sind, dass wir gar nichts mehr Neues entdecken müssen eigentlich. Ist mir völlig wurscht geworden. Einfach hier schön lang gehen, die Gegend genießen. So ist es für mich jedenfalls. Für dich auch? Absolut. Also ich brauche kein festes, strenges Sightseeing-Programm. Einfach treiben lassen hier, worauf man gerade Lust hat, wo man neugierig ist. Dann biegt man mal die Straße irgendwie zwischendurch ab oder so. Also nein, ich finde das auch herrlich so. Das ist auch entspannt. Ich will ja keinen Stress am Wochenende haben hier. Richtig. So, kommt das nächste große Binnenschiff über den Rhein geschippert. Ist schon Wahnsinn, was hier so los ist. Und da ist auch wieder der obligatorische Gang über die Hohenzollernbrücke hier mit den ganzen Schlössern. Immer wieder ein Wahnsinn, dass es so erlaubt ist. Und dass die Brücke das aushält. Denn die Dinger, die wiegen ja wirklich was. Also, du bist ja nicht in Bremen, Stefan. Da halten die Brücken natürlich auch was anderes aus. Nochmal bitte? Du bist ja nicht in Bremen. In Bremen halten die Brücken sowas nicht aus. Da darf man nicht mal als Fußgänger rüberlaufen. Ja, das ist eine andere Geschichte. Er darf sich nur in den Bus setzen, der über die Brücke fährt. Dann darf er die Brücke überqueren. In Bremen haben wir gerade wieder das Problem, dass eine Brücke, sie heißt Bürgermeister-Schmidt-Brücke, die ist beschädigt. Da haben sie dann die Fahrbahnspuren reduziert. Die Fußgänger durften nicht mehr rüberlaufen und Fahrradfahrer auch nicht mehr. Doch, aber Fahrradfahrer durften auf der Straße dann fahren. Ach so, stimmt. Ja, ja. Aber natürlich durften Busse fahren und Straßenbahnen. Also ja, aber die Fußgänger durften dann umsonst die eine Station sich in den Bus oder in die Bahn setzen und dann über die Brücke, aber nicht zu Fuß laufen. Ja, verstehe ich nicht. Eine Straßenbahn wiegt doch viel mehr als meinetwegen 300 Fußgänger. Und da laufen nie so viele Fußgänger rüber zur selben Zeit. Es ist absolut lächerlich. Und mein Gewicht ist das gleiche, ob ich nur im Bus sitze oder ob ich nur als Fußgänger über die Brücke laufe. Ne? Freuen wir uns, dass wir hier in Köln sind. Da gibt es so einen Quatsch nicht wie in Bremen. Genießen wir unsere Abwesenheit aus der Hansestadt. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sitzen hier draußen in der Sonne. Es ist so warm. Jacke bräuchte ich eigentlich gar nicht.
Und das erste Kölsch ist da. Wir sind nämlich hier mal wieder am oder im Bierhaus am Rhein. Ja, richtig herrlich, oder? Ja, herrlich. Endlich jetzt zu sitzen und um 11:30 das erste Getränk zu haben. Also Kaffee ist es ja nicht geworden, wie man sieht. Dafür was Besseres. Prost. Ein Päffchen. Und wir haben gerade gelernt oder irgendwo gelesen, dass es das nicht in Dosen und Flaschen gibt, also nur gezapft. Hast du gerade so gesagt, ne? Ja, habe ich vorgeschlagen. Ja, steht alles auf der Karte. Also wenn man lesen kann, nicht nur was es zu essen gibt, dann kann man das erfahren. So, weiter geht die kulinarische Rundreise durch Köln mit... Naja gut, Currywurst ist jetzt die falsche Stadt eigentlich dafür, oder? Ja, und ich habe mir eine feurige Gulaschsuppe bestellt und unser Kölsch ist leer, kommt gleich ein neues. Daher. Daher, genau. So. Wir haben gerade festgestellt, es gibt so einen Halter für Besteck und Servietten. Bierhaus, der Inhaber, trägt einen guten Namen. Ja, perfekt. So, und wir haben auch noch festgestellt, dass dies eben gerade das erste Kölsch, also das erste Bier gewesen ist, was wir in diesem Jahr draußen getrunken haben. Das erste Outdoor-Getränk. Am 27. Januar, oder? 27. Januar ist heute, ja, genau. Jo, Dankeschön. Bitteschön. Jetzt gehen wir erstmal zu unserem Hotel zurück, ein bisschen das Hotelzimmer genießen und eine kleine Mittagsruhe einlegen. Und heute Abend sind wir übrigens hier beim Augustiner am Heumarkt. Hier ist der Heumarkt. Da haben wir nämlich einen Tisch reserviert. Ja, hast du gut gemacht. Ja. Ohne reservieren geht's auch nicht. Bin sehr gespannt, wie der Laden ist. Das haben wir ja entdeckt beim letzten Mal, dass es sowas hier gibt. Und ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ich glaube, es dürfte ziemlich laut werden da drin. Aber egal. So, Wetter stimmt noch. Jetzt geht's zurück zum Hotel. Genau, zum guten Steigenberger. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir hier durchgehen, diese Einkaufsmeile hier, was hier los ist. Das stimmt. Also, vielleicht würde mir auch hier das Shoppen endlich mal Spaß machen, wenn es nicht so überfüllt wäre. Also es sind ja Menschen genug hier, aber klar, ohne die ganzen Menschen würde sich das hier auch alles nicht halten. Es gibt hier so viele Läden, ein Wahnsinn. Eigentlich gibt es hier alles in Köln. Was bei uns alles schon geschlossen hat oder nicht mehr gibt irgendwie. Ne? Franklin Jones hat bei uns zugemacht, ja, gibt es hier mehrfach. Und können wir in Bremen nur von träumen, von sowas. Ja, ja, aber gut, Geld gespart, würde ich sagen. Ne? So, das ist schon unser Hotel in Sicht. Viele mögen jetzt ja das belächeln, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt eine Mittagsruhe, wenn man schon mal in Köln ist. Aber wir sind ja nicht zum ersten Mal hier und wir haben ja auch für das Zimmer bezahlt. Ne? Und so ein bisschen Augenpflege tut ja auch ganz gut und dann ist man für den restlichen Tag ein bisschen gechillter und entspannter und hält länger durch. Es wird ja heute Abend auch später werden, sag ich mal. Und ich muss sagen, so ein Mittagsschlaf, das ist Luxus. Ja. Und gleich ein schönes Hörspiel anmachen, ich liebe sowas. Das ist dann wirklich wieder fit für den Abend. Und wir haben auch nun ja schon ein paar Stunden. Wir sind ja auch nicht 3 Stunden im Bett. So genau, ist es sind nur ganz kurz, genau. Also Powernapping machen. Und wir haben auch schon ein paar Stunden hinter uns, die war durch die Kälte. Es ist ja nicht so warm, wie es aussieht. Genau, es ist wir haben so unter 10 Grad, würde ich mal sagen. Ich Sonne 5 Grad haben wir, glaube ich. Im Schatten, okay. Sonne ist natürlich mehr, aber... Nein. Und das ist außerdem, wollte ich nämlich sagen, so ein Powernapping, das ist gesund. Das kann man einem nicht vorwerfen, das ist gesund. Das, ne? Probiert das mal aus, das tut gut. Hallo Tom. Hallo Locke. Ein neuer Fall für uns. Geht klar. Kurzes Powernapping war angesagt. Ja, und leider hat es mich dann doch irgendwie länger in den Tiefschlaf gezogen. Also, wir hatten ein Hörspiel noch an. Da habe ich gar nicht mehr großartig viel von gehört und ich hatte echt Probleme, das ist ja immer der Fehler, wieder in die Gänge zu kommen. Es ist jetzt 5:10, wir haben jetzt nebenher ein bisschen Fußball angemacht, ausnahmsweise führt Werder mal. Ja, draußen ist ein schöner Sonnenuntergang und wir überlegen, in welche Richtung wir gleich wieder losbutschern werden.
Während meine Eltern am Rhein entlang spazierten, ja, habe ich mir einen tollen Tag in Köln gemacht. Ich habe gar nichts gefilmt, weil ich halt einfach bei wem zu Besuch war und das gehört sich dann nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade essen bei Hans im Glück. Davor war ich noch shoppen, also ich war ziemlich viel in Köln und war ein nicer Tag. Stefan hat Gott sei Dank einen Tisch reserviert für heute Abend, sonst hätten wir, glaube ich, gar keine Chance gehabt, hier irgendwo was zu bekommen. Und wir sind jetzt bayerisch eingekehrt, wie man unschwer erkennen kann, glaube ich, an der Form des Glases. Und es ist ein halber Liter, nicht 0,2. Kein Kölsch, wir haben jetzt ein Augustiner Hell bestellt. Genau, wir sind nämlich hier im Augustiner, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Augustiner. Am Heumarkt. Am Heumarkt. Oh. Lecker. Endlich wieder ein Hell. Schmeckt gut. Und schön kalt. So, ich habe mir hier einen wirklich gut aussehenden Schweinebraten bestellt. Oder Schweinsbraten, wie man ja in Bayern sagt. Und das riecht so köstlich und sieht so lecker aus. Ich habe also richtig einen richtigen Kohldampf im Augenblick. Und was gibt's mal Simone Schönes? Bei mir gibt's Nürnberger Ostbratwürstel mit Sauerkraut und Kartoffelstampf. Sieht natürlich auch sehr lecker aus. Ja, aber so. Ich erstmal Durst. Moment. Ach, ich auch. Prost. So, ich habe, was ganz, ganz selten vorkommt, mir eine Nachspeise bestellt. Ich bin den heutigen Tag hier so gefreut, und zwar Apfelstrudel. Habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Obwohl ich schon ziemlich satt bin, ehrlich gesagt, an meinem Schweinsbraten. Aber der Laden hier, muss ich mal sagen, ist echt der Hammer. Ich fühle mich ja nicht wie in Köln, ich fühle mich ja wie in Bayern. Und es ist ein Genuss. Und ich werde auf jeden Fall nicht zum ersten Mal hier gewesen sein, glaube ich. Warum natürlich hier so viel Besteck liegt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Denn Simone ist ja schon total satt, dass sie das nicht mehr schafft. Der nächste Morgen ist angebrochen, der letzte Morgen hier für uns in Köln. Wieder blauer Himmel, Sonnenschein. Ich werde dann gleich meine verlorene Wette einlösen und die Gepäckstücke nach unten tragen dürfen. Ja, so ein bisschen ärgere ich mich, dass ich so einen Rollkoffer habe und nicht so eine Ich werde ihn tragen, keine Nein, Sorge. Nein, brauchst du nicht, der ist wirklich schwer. Ja, was du mitgeschleppt hast, ist auch schon wieder peinlich, aber gut. Nee, du darfst ihn ziehen. Vielleicht haben es viele so die Gedanken, was haben die beiden hier in Köln gemacht, außer essen und trinken. Es war nicht viel. Wie viele Schritte haben wir gestern gemacht? Oh, das waren über 20.000, also das war schon allerhand. Heißt es kilometermäßig? Soll ich das jetzt nochmal eben genau gucken? Ja, während ich erzähle, was wir gleich vorhaben. Das ist dann mein Handy. Ja, guck, das ist die Ordnung von Simone. Wir werden gleich auschecken, werden unsere Gepäckstücke im Auto deponieren und dann gehen wir nochmal in die Stadt und zwar zum Frühstücken dann, also oder Mittagessen, wie auch immer. Also, willst du jetzt hören? Ja. Wir hatten 23.000 Schritte und das waren 17,5 Kilometer. Also beachtlich, würde ich sagen, oder? Ja, kann man mal so gelten lassen. Wenn ich bedenke, dass ich mit John in Las Vegas 27 Kilometer gelaufen bin, dann ist das schon was anderes bei der Hitze. Aber gut. So, es ist etwas Zeit vergangen. Wir haben es gerade 23.30 Uhr. Dazu muss man anmerken, wir sind seit 5 Uhr wach und schon auf den Beinen. Und ja, es war echt ein anstrengender Tag heute. Wir sind tatsächlich, was war das, 30.000 Schritte und auch fast 30 Kilometer. 27,15 Kilometer sind wir heute gelaufen. Boah. Den ganzen Tag. Na gut, beim Hoverdam waren wir... Und dann hier am Strip. Stimmt, wir sind ja auf und ab, rein und raus. Die ganze Zeit. Und das alles ungefähr bei 30 Grad. Aber dazu muss ich sagen, es war wirklich sehr, sehr schön zu gucken. Und ich muss sagen, der Tag heute war für mich mehr als schön. Und von Stefan habe ich aber gehört, dass sich vieles auch verändert hat ins Negative, wie das hier, weil da war wirklich vieles abgesperrt. Also ich habe es natürlich auch gesehen, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, weil ich... bin ja zum ersten Mal hier gewesen und war dann natürlich fasziniert von den ganzen Sachen, die man in Deutschland gar nicht kennt. Und dann kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass wenn man schon öfters hier war, wie Stefan zum Beispiel, die Sachen dann schon irgendwann so, ja nicht normal findet, aber nicht mehr so ganz beachtet wie beim ersten Mal und natürlich dann auch auf Nebensächlichkeiten achtet. Junge. Gut, dass wir nur ein Wochenende weg waren und keine ganze Woche. Ist da wohl gewesen wäre. So. Auf geht's. Sei froh, dass du nicht meine Handtasche tragen musst, dass ich einen Rucksack mitgenommen habe und kein Handtäschchen.
Wäre peinlich gewesen. Gut, dass es Fahrstühle gibt in der heutigen Zeit. So, hoffentlich sehen das jetzt viele, was ich hier mache. Dann werden sie alle denken, was ist das für ein Kavalier, der seiner Frau die Taschen trägt. Vielleicht denken sie auch, was ist das denn für eine Frau, die ihren armen Mann alles schleppen lässt. Jetzt geht's los. Sagen, kann ich ohne Ausnahme den Rucksack bitte nicht ins Auto. Ach so, empfehlen. Frühstück heute Morgen, mein erstes Mal bei Five Guys. Stefan schwärmt ja sehr davon. Ich bin gespannt auf den Burger, der da gleich kommt. Aber erstmal eine Cola. Ja, ich bin jetzt zum dritten Mal insgesamt bei Five Guys. Einmal in Oberhausen mit John, dann nochmal in Los Angeles mit John, wo ich ein bisschen Pech hatte. Da wurden die Burger in einer Tüte geliefert am Tisch oder muss man abholen. Und Johnny wollte dann die Burger rausholen und meine hat er dann leider beim Rausholen ein bisschen zerstört. Oh, das ist heißer. So lange kann man seine Hand nicht in einen Haufen Pommes reinstecken. Oh. So, dieser Burger sieht ein bisschen verunglückt aus, weil es aufgerissen war. Egal jetzt, er schmeckt trotzdem wahrscheinlich. Denn das Besondere bei diesem Five Guys, wo wir gerade ja sind, ist, glaube ich, dass das 100% Beef ist und keine Füllmaterialien verwendet werden, also dass irgendwas reinkommt noch, was das auch auffüllt und keine Konservierungsstoffe. So, da haben wir jetzt unser Essen gefunden, zusammen mit den Pommes, kostet aber auch unbedingt dem Getränk zusammen $50, aber so ein Riesending. Hoffen wir, dass wir es heute ein bisschen besser hinkriegen hier. Und es gibt hier einfach eine leckere Cherry Coke. Oh, lecker. Meine ganzen Waterdrop-Sachen ohne Zucker. Hab wieder schön eine echte Cola zu trinken. Ja, nicht, dass ich hier Gepäckschlepper bin. Ich hole auch noch das Essen am Tisch. So, jetzt kommt die große Schwierigkeit, das Ding hier heil rauszukriegen. Gar nicht so schwierig. Da ist er. Hier haben nämlich jeder einen Belgien-Cheeseburger bestellt. Das ist ja die reizte Maulsperre. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Kavenzmann ist, so ein Oschi. Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wie ich da reinbeißen soll, aber ja, tolles Frühstück, glaube ich. Lecker. Hält den ganzen Tag. So, das sieht auch wirklich köstlich aus. Aber schwer zu essen wird natürlich sein. Lecker. Die Nüsse gibt es hier kostenlos dazu. Die kann man sich da vorne holen aus so großen Säcken und nebenher snacken. Eigentlich bin ich total satt nach dem Burger. Der war wirklich lecker, schwer zu essen, wie ich befürchtet habe. Aber ich glaube, ich sehe ganz gut noch aus. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Nüsse zum Abschluss. Und ja, ich glaube, dann geht es wieder nach draußen. Wir haben jetzt schon mal getankt. Und somit sind wir also eigentlich fertig für die Rückfahrt. Wir müssen jetzt nur noch John abholen, aber wir sind etwas zu früh dran. Also wie immer eigentlich, oder? Ja, wie immer. Ging immer nicht anders. Ja. Checkout war 12 Uhr im Hotel. Jetzt sind wir hier in Pulheim, am Pulheimer See, der hinter uns ist. Ja, sogar man hört ein paar Vögel, Sonne scheint. Man kriegt so ein bisschen Frühlingsstimmung auch durch diese Vogelgeräusche, finde ich. Also müssen wir noch eine Stunde ungefähr rumkriegen.
Gut, kann man natürlich so... Naja, wir wollten erst um den See einmal eben spazieren gehen, aber da ist alles voller Matschepampe. Und das mit meinen frisch geputzten Turnschuhen geht und, natürlich gar nicht. Nein, und dann mit schmutzigen Schuhen ins Auto ist auch nicht so prall, ne? Jetzt sitzen wir hier schön in der Sonne, auf der Bank, wie ein altes Ehepaar. Tja, ja, so ist es wohl. Und warten, dass die Zeit rumgeht, aber wie gesagt, Sonne in der dunklen Jahreszeit ist ja auch was Schönes. Man hat man das schon mal. So, die Rückfahrt wird wie die Hinfahrt sein. Ja, ich werde hier mit meinem Handy abgelenkt sein und mit meinen Kopfhörern. Und ja, diesmal ist es nur so ein bisschen... Ich glaube, ich muss niesen. Ein bisschen mehr Spannung, weil nicht Stefan am Steuer sitzt, sondern Simone. Aber ich versuche mich gerade deshalb ein wenig abzulenken. Und ja, ich habe hier gerade so eine Jacke an, die ich mir in Köln gekauft habe. Die ist ziemlich kuschelig, also... wie Eisbärfell irgendwie. Ja, für mich ist es keine Ablenkung, es ist mal eine Abwechslung, würde ich mal sagen, dass ich mal hier auf dem Beifahrersitz das Ganze genießen kann. Und wenn Simone sich bald erklärt, den ganzen Weg bis nach Bremen zu fahren, war das eine gute Idee, Simone? Nein, absolut nicht. Aber ich bin nun mal zu nett für diese Welt. Gut, und während wir jetzt alle hier die Fahrt genießen, jeder auf seine Art und Weise, würde ich mal sagen, war es das mit dem Video. Es war unser erster Ausflug im Jahr 2024. Mir hat es wieder mal sehr gut gefallen. Man merkt, dass Köln eben eine Millionenstadt ist. Ich habe mal nachgeguckt, 1,1 Millionen Einwohner. Das merkt man wirklich. Und mir gefällt immer dieses bunte Treiben da, dass überall was los ist. Ganz anders als im beschaulichen Bremen. Was auch nicht schlecht ist. Also ich freue mich auch auf mein Zuhause wieder. Auch wenn das Wochenende sehr schön war. So, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es liken, abonnieren und ja, das war's. Die Absage ist ein bisschen zügig, weil ich auch zügig sein muss, damit ich hier hinten endlich abschalten kann. Denn seitdem ich hier im Auto sitze, werde ich nur von der Seite vollgequasselt. Das habe ich das Wochenende über nämlich gar nicht vermisst. Hier, Stefan, deine Kamera. Tja, so ist das stressige Teenagerleben. Aber gut. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen allen eine gute Fahrt. Kilometern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf Worringer Landstraße verlassen.